Herzlich willkommen zum ersten Tutorial der Dynamikreihe. Ah! Was ist denn da passiert? Ist mir gerade ein Apfel auf den Kopf gefallen? Genau das ist nämlich auch unserem Entdecker des Gravitationsgesetzes passiert. Während an der Uni Cambridge in England die Pest ausbrach, chillte Newton in seiner Heimat unter einem Apfelbaum. Als ihm dann ein Apfel auf den Kopf fiel, hat sich Newton gefragt, wie es denn dazu kommen konnte. Die plausibelste Erklärung, die mir durch den Kopf ging, war, dass es eine universelle Kraft geben muss, die nicht nur Äpfel von Bäumen pflückt, sondern alles Mögliche auf dieser Erde anzieht. So hat jeder Körper, jeder Gegenstand, jedes Atom seine eigene Anziehungskraft. Diese ist abhängig von der Masse des Körpers. So kreist der Mond beispielsweise um die Erde und fliegt nicht davon. Und die Erde kreist um die Sonne, weil die Sonne viel größer ist als die Erde und somit auch mehr Masse hat. Dementsprechend hat sie auch eine viel größere Anziehungskraft als die Erde. Wieder zurück an der Uni Cambridge verschwieg Newton erstmal seine gewonnene Erkenntnis. Erst Jahre später, wo er kein Student mehr ist, sondern bereits Professor, veröffentlichte er auf Drängen seiner Kollegen die mathematischen Prinzipien der Naturphilosophie. Die Gravitationskraft lieferte die Erklärung für Galileis Experimente zum freien Fall. Auch Keplers Gesetze zur Planetenbewegung sind nun vollständig nachvollziehbar. Die Erde kreist um die Sonne und sie wird auch immer weiter um die Sonne kreisen. Warum das so ist, verrät uns das erste newtonsche Axiom. Das war das erste Gesetz. Ein Körper verharrt in seinem Zustand, solange keine äußeren Kräfte auf ihn einwirken. Aktuell dreht sich die Erde, sagen wir, mit einer Geschwindigkeit von 100.000 Stundenkilometern um die Sonne. Und sie wird sich auch weiterhin mit einer Geschwindigkeit von 100.000 km/h um die Sonne drehen, da externe Kräfte wie die Luftreibung im Weltall keine Rolle spielen. An diesem Beispiel lässt sich hervorragend die Zentrifugal- und die Zentripetalkraft erklären. Der Grund, warum die Erde nicht in diese Richtung weiterfliegt, liegt zum einen in der Zentripetalkraft. Die Fliehkraft, sprich die Zentrifugalkraft, ist der Zentripetalkraft entgegengerichtet. Die Zentripetalkraft und die Zentrifugalkraft heben sich gegenseitig auf, da sie auf die Erde die gleiche Kraft ausüben. Das ist der Grund, warum wir uns auf einer Kreisbahn bewegen. So, genug von den ganzen Planetengeschichten, wir sind ja schließlich keine Astronomen, sondern Sportwissenschaftler. Hier nun also ein sportbezogenes Beispiel. Auf der X-Achse aufgetragen sei die zurückgelegte Wegstrecke in Metern und auf der Y-Achse die momentane Geschwindigkeit eines 100-Meter-Sprinters. Der Kurvenverlauf der Sprintgeschwindigkeit sieht bei Top-Athleten wie folgt aus. Der Sprint wird grundlegend in vier Phasen unterteilt. Dem Start, der Beschleunigungsphase, der Phase der maximalen Geschwindigkeit und der Phase der negativen Beschleunigung, in welcher die Sprintgeschwindigkeit ein wenig abnimmt. Beschäftigen wir uns nun ein bisschen mit der Startphase. Wir sehen, dass die momentane Geschwindigkeit in unserem gelben Kästchen rapide zunimmt. Durch Muskelkontraktion beschleunigen wir unseren Körper primär in horizontale Richtung. Wir sehen, dass die Kraft, die die Top-Athleten aufbringen müssen, zu Beginn enorm hoch ist. Das liegt daran, dass der Mensch so träge ist, physikalisch betrachtet. Am Anfang, vor dem Sprintstart, befinden wir uns noch in Ruhelage. Um unseren Körper in Bewegung zu versetzen, müssen also Kräfte auf uns einwirken. Haben wir die 100-Meter-Marke erreicht, so müssen wir ziemlich stark abbremsen, um nicht gegen die Wand zu laufen, weil wir eben so träge sind. Wir müssen also negativ beschleunigen. Wenn von Kräften die Rede ist, geht es gleichzeitig auch immer um Beschleunigung. Sehr gut, haben wir das auch geklärt. In der vorigen Beschreibung stand nichts weiteres drin, als dass die Kraft F proportional zur Beschleunigung A ist. Schaut euch unbedingt den Exkurs zur Gravitation an. Da geht es nämlich explizit noch einmal darum, was denn eigentlich ein Proportionalitätsfaktor ist. Oder was Proportionalität eigentlich bedeutet. Um also aus dem Proportionalitätszeichen ein Gleichzeichen zu machen, multiplizieren wir die Beschleunigung A mit dem Proportionalitätsfaktor M. Die Masse M kennzeichnet die Eigenschaft eines Körpers, sich der Änderung seines Bewegungszustandes zu widersetzen. Sie ist das Maß für die Trägheit des Körpers. Die Einheit wird in Newton angegeben oder auch Kilogramm mal Meter pro Sekunde Quadrat. So viel zum Grundgesetz der Dynamik. Das Wort Dynamik entstammt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Kraft. Denn die Kraft ist die Ursache dafür, warum Gegenstände, Körper oder sonstige Materialien in Bewegung versetzt werden. Kommen wir nun zu unserem Wechselwirkungsgesetz. Das Wechselwirkungsprinzip, auch bekannt unter dem Namen Actio est Reactio. Hier ein kleines Beispiel. Der gelbe Pfeil ist jetzt mal die Kraft, die der Sprinter auf den Startblock ausübt. Und der blaue Pfeil ist die Reaktionskraft,
die der Startblock auf den Sprinter ausübt. Wir sehen, dass beide Pfeile die gleiche Länge haben. Da wir es mit Vektoren zu tun haben, bedeutet dies, dass die Kräfte gleich groß sind und entgegengesetzt sind, da sie in die entgegengesetzte Richtung zeigen. Der Startblock versetzt uns in Bewegung und wir versetzen ein bisschen die Welt in Bewegung, da der Startblock an den Erdboden gekoppelt ist. Das letzte Gesetz, das Superpositionsgesetz, gehört ebenfalls zu den Grundgesetzen der Newtonschen Mechanik, jedoch nicht zu den Bewegungsgesetzen. Deswegen gibt es an dieser Stelle leider kein Lied von ABBA. Lasst uns mal das Ganze geometrisch veranschaulichen. Betrachten wir zunächst einmal nur die obere Reihe. Die blauen Vektorpfeile stehen für die momentan wirkenden Kräfte. Und der rote Vektorpfeil ist die resultierende Kraft. Diese erhält man durch die normale Vektoraddition. Bitte lasst euch von der unteren Reihe nicht irritieren. Die Vektorpfeile von B1 wurden in B2 ein bisschen verschoben, damit das Ganze ein bisschen anschaulicher und verständlicher ist. Denkt dran, euch den Exkurs anzuschauen, der ist super interessant.